Hallo und herzlich willkommen zu einem Erklärvideo zur Reliefbildung. Wir befinden uns im letzten Video meiner Serie. Und zwar hatte ich schon die Reliefbildung durch Wind, durch Gletscher und durch Flüsse erklärt und möchte jetzt noch auf die Reliefbildung durch Küstenentstehung eingehen. Und zwar gibt es zunächst mal, das zeigt auch, wie bedeutend eben eine Reliefbildung durch Küstenentstehung ist, 350.000 Kilometer Küstenlinie. Also, das ist schon eine ganze Menge, was wir weltweit also an Küsten haben. Und diese Küsten werden unter anderem auch durch die Gezeiten geformt, also durch den Wechsel von Ebbe und Flut. Und diese Formung von Küsten durch verschiedene Prozesse, die wir jetzt anschauen wollen, das nennen wir auch die litorale Landschaftsformung, litorale Landschaftsformung. Und diese litorale Landschaftsformung umfasst eben vier wesentliche Faktoren, die ich jetzt benennen möchte. Und zwar der erste Faktor sind, wie gerade von mir schon angesprochen, die Gezeiten. Dann allerdings auch Meeresströmungen. Oder, wie ich ja schon im Video zur Reliefformung durch Flüsse hier angesprochen hatte, in meiner Skizze hier, dass wir auch Flüsse haben, die ins Meer einmünden, sind also auch Flussmündungen verantwortlich für die Formung von Küsten. Und zusätzlich als letzten Faktor bleibt die Brandung zu nennen. Nun möchte ich zunächst mal auf verschiedene Formen von Küsten eingehen und ihre Entstehung dann anschließend beschreiben. Und zwar haben wir, das sehen wir zum Beispiel auf der Insel Rügen, sogenannte Steil- oder Cliffküsten. Das heißt, wir haben hier ein Gestein, eine Cliffküste und hier folgt dann das Meer. Zeichne ich mal so die Wellen grob ein. Und herrscht jetzt hier ein Wind vor, werden Wellen bis an die Steilwand des Kliffes gedrückt, der Steilküste gedrückt. Und somit wird hier durch die Brandung, durch das Auftreffen, Aufpeitschen des Wassers auf das Gestein hier eine Hohlkehle geschaffen. Also da wird so ein Raum innerhalb des Gesteines ausgehöhlt durch die Brandung, eine Hohlkehle oder Brandungshohlkehle genannt. Und dadurch folgt dann ein Ungleichgewicht. Es kommt nämlich dann zu einem Überhang. Das heißt, wir haben hier eine Hohlfläche, aber über dieser Hohlfläche thront noch ein Kliffrest, Teil, ein Gesteinsteil. Und dieses wird dann eben durch das fortwährende Ausformen der Brandungshohlkehle, durch die Brandung, durch das Wasser zum Abstürzen bewegt. Und so rutschen ganze Uferschollen ab und das nennen wir Abrasion. Und wir zählen deshalb diese Steilküsten zu zurückweichenden Küsten, weil eben die Brandung ja fortlaufend fortschreitet, also weichen die Küsten mit der Zeit fortwährend zurück. Das war die Steilküste, das war Beispiel Nummer 1, schreibe ich hier nochmal rein. Nun möchte ich zum Beispiel Nummer 2 kommen, den Flachküsten. Und dazu möchte ich erstmal verschiedene Parameter berücksichtigen, die zu einer Entstehung einer Flachküste führen können. Da gibt es mehrere Gründe, die letztendlich eine Flachküste hervorbringen können. Zunächst mal können Küsten dadurch entstehen, dass ein Meeresspiegel in Kaltzeiten absinkt und dann Landfläche freigegeben wird und hingegen in Warmzeiten wieder ein Anstieg zu erwarten ist. Das heißt, es gibt Küsten,
die eben durch das Absinken etwa oder durch Sedimentanlagerung, also Absinkung des Meeresspiegels, gewonnen werden können. Das sind sogenannte Meeresbodenküsten. Durch das Absinken des Meeresspiegels wird dann also Meeresboden freigegeben und wird jetzt quasi mehr oder weniger zur Landfläche. Dann finden wir auch Flussdeltas vor, zum Beispiel das Donaudelta, das ins Schwarze Meer mündet. Und dort finden wir viele Sedimente oder auch Sandbänke vor. Das geht auch hier aus meiner Erklärung hier oben zu den Flüssen hervor. Flüsse transportieren ja viel Sediment mit sich und diese lagern sich dann ab. Und dann gehen die Flüsse eben häufig in mehreren Armen ins Meer über. Das sind sogenannte Flussdeltas. Und da eben diese Flussdeltas, wenn man sie aus der Satellitenperspektive betrachtet, dem griechischen Buchstaben Delta sehr ähnlich sind, bezeichnen wir diese als sogenannte Flussdeltas. Und jetzt gibt es allerdings auch noch Küsten, die eben flach sind und sich auf die Entstehung der Gezeiten berufen. Zum Beispiel haben wir an der Nordsee eine Wattküste. Das Watt wird alle 6 Stunden ungefähr von der Flut überspült. Und das heißt, diese Wattküsten entstanden vorwiegend durch den Anstieg des Meeresspiegels, der nach der letzten Eiszeit vor circa 10.000 Jahren anhielt. Und früher war da Festland, wo heute die Wattküsten sind. Und dieses Land fällt jetzt bei Ebbe trocken und bei Flut wird es überspült. Und so entstanden eben ganz besondere Küstenformen, die Wattküsten. Und wer mal auf einer Wattküste gelaufen ist, hat sicherlich dann auch diesen Schlickboden, diesen wattküstentypischen Schlickboden schon wahrgenommen. Nun möchte ich auf eine weitere Form eingehen, die an Flachküsten vorherrscht. Zum Beispiel können wir bei Danzig zum Beispiel oder auch an der Kurischen Nehrung eine solche Küstenform beobachten. Das heißt, wir haben hier Meer und die Küste, die Küstenlinie sieht in etwa so aus. Das heißt, wir haben hier so einen Sandhaken, der hier in so ein kleines Becken, wo die Küste so ausgewölbt ist, reinragt. Wir haben hier so in grün eingetragen mal die Richtung der Wellen, die denn da typisch sind. Also das heißt, wir haben Meeresströmungen, die Küsten parallel verlaufen. Und dadurch werden auch Sandteile mitgeführt und diese lagern sich hier in so einem sogenannten Sandhaken ab. Und diesen Sandhaken bezeichnen wir auch als Nehrung. Das heißt, es lagert sich Sediment ab aufgrund küstenparalleler Strömungen und diese Nehrung, die trennt dann ein Haff vom offenen Meer ab. Das hier ist ein Haff. Ein Haff ist ein Brackwasserbereich, der also so abgetrennt vom Meer liegt. Und das heißt, es ist so genannt ein Strandsee und dieser kann auch dann mit der Zeit so langsam verlanden. Und wirklich wichtig für eine solche Entstehung mit Sedimentakkumulation und Anhäufung zur Entstehung einer solchen Nehrung ist, dass das Meer relativ gezeitenarm ist. Und das finden wir ja zum Beispiel auch bei der Ostsee vor. Nun möchte ich auf weitere Typen von Flachküsten eingehen, die erstmal vielleicht gar nicht so als Flachküsten auffallen. Und zwar ein Fjord ist letztendlich auch eine Flachküste. Und Fjorde sind nämlich ertrunkene glaziale Trogtäler, das heißt, das sind so U-Täler. Und die wurden mit der Zeit ja, dann vom Meerwasser durch das Gletscherabschmelzen gefüllt. Das sind also Fjorde, finden wir in Norwegen zum Beispiel vor. Und diese gehören allerdings zu den Flachküsten, da sie relativ flach ins Meer auslaufen. Eine weitere Form, die wir auch in Nordeuropa, zum Beispiel bei Schweden vorfinden, ist eine Schärenküste.
Es ist auch eine glazial geprägte Küstenform und Schären sind sogenannte Felsrundhöcker, die eben durch die Gletscher damals rund geschliffen wurden und jetzt so von Meerwasser umspült werden. Und diese sind auch den Flachküsten zuzuordnen. Und es gibt auch noch weitere Formen von Flachküsten, zum Beispiel eine Fördenküste. Da hat eine Gletscherzunge einst landeinwärts eine schmale Meeresbucht hinterlassen. Oder es gibt auch noch Ria-Küsten und die sind letztendlich ähnlich wie die Fjordküsten zu betrachten. Die laufen auch ja, flach aus ins Meer, deshalb sind es Flachküsten, aber im Gegensatz zu Trogtäler haben wir hier V- oder Kerbtäler bei Rias Küsten. Und diese Rias Küsten entstanden allerdings nicht durch, ja, durch Gletscher wie die Fjorde oder die Fjordenküsten, sondern durch eine Überflutung von auf dem Festland angeordneten Flächen. Und dadurch kam es zu einer Überspülung. Und so haben diese Rias auch häufig weniger, ja, weniger Steigung als Fjorde, wenn sie ins Meer einmünden. Aber letztendlich sind alle als Flachküsten einzustufen. Dann herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit in der Serie zur Reliefgenese.